Ach, genug gespammt. Ach, nö. Alles gut. Aber kein Problem. Mach das ruhig. So. Ach, jetzt heißt es Leute befragen, ne? Ich sehe es schon. Tora ist auf Verfolgungsjagd. Rex wurde von kleingemeinem Dieb bestohlen. War Gormer die Junge hier? Du hast auch noch was geplant. Ah, ja. Ja, der ist an mir vorbeigekommen. Das Schiff hatte gerade angelegt. Da stürmte er treppenaufwärts, als wäre eine Horde wilder Amas hinter ihm her. Ich weiß noch, dass ich mir dachte, den hast du hier noch nie zuvor gesehen, aber das ist auch schon alles. Danke. Gut, so, der Rest ist alles oben, ne? Gut. Dann nach oben. Hast du einen Gormodi-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Oh ja, oh ja, oh ja. Hana hat Jungen ganz deutlich gesehen. War schmutziger Junge, rannte mit viel Polter-Polter Treppe rauf. Hana hat schon viele Länder bereist. Arme Jungpon gibt es in fast allen Ländern, leider. Ob Mor Arden, Uraya oder sogar Indol. Es gibt überall Kluft zwischen Leuten mit Kaching und Leuten ohne Kaching. Ja, ja. Gut. Werkzeug, das war ein Kristall, kein Werkzeug. Treasure acquired. Poppy Power! Leave Napon to Poppy! Okay, nice. Nice. So. Ah ja, hier steht gleich der nächste, okay. So, hast du ihn gesehen? Ja. Da war ein Junge, der in Richtung Bauernhof gelaufen ist. Meint ihr den vielleicht? Möglich. Ach, mit dieser Stadt geht es bergab. Erst neulich war da doch dieser Vorfall, wo es plötzlich kein Wasser mehr gab. Tarigot beherbergt den größten ardenischen Stützpunkt in ganz Gormod. Wir sind ja echt gefährdet. In anderen Regionen gibt es weniger Ardener. Da geht es sicher ruhiger zu. Egal, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Kein Wasser? Fangt einfach den Regen auf. Regnet doch genug. Hast du irgendwo einen kleinen Gormodi Langfinger gesehen? Nee, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich war total vertieft in meiner Arbeit. Naja, wenn ihr euch sicher seid, dass er hier lang gekommen ist, dann fragt doch mal die anderen Leute. Danke. Für nix. Ah, da, okay. Hast du hier irgendwo, ja, bla bla bla. Spielt ihr etwa Fangen? Dann kann ich unmöglich was sagen, das wäre unfair. Nein. Wie bitte? Der Junge, den ihr sucht, hat euch bestohlen? Dann war das vielleicht der Junge, von dem Otto immer erzählt. Der da wäre. Otto ist Holzfäller und erzählt mir oft von einem Jungen, der draußen vor der Stadt herumlungert. Er hat ihm jedes Mal gesagt, dass es draußen zu gefährlich ist für ihn, aber der Racker ist immer nur weggerannt. Mehr weiß ich nicht. Am besten fragt ihr Otto selbst. Ja. Otto, also, okay. Dann fragen wir Otto, wo ist denn das jetzt? 500 Meter, Alter. Da, okay. Dann würde ich mal sagen, Schnellreise. Let us go.
So, wo ist denn das jetzt? Okay. Da vorne hoch, gut. Ach ja, Ottos Lager oder sowas, ne? Was ich gefunden hatte, wo keiner war, kann das sein? Da war doch irgendwas. Ah, da ist er ja. Aber erstmal hole ich mir den Sammelpunkt. Holz. Ach nee, Essigblatt. Naja, irgendwas mit Holz auf jeden Fall. So, gibt's hier noch was? Ah. You're all mine. So, Otto, dann erzähl mal. Ja, den Burschen habe ich gesehen. Schon öfters. Ein flinker Bengel ist das, sage ich euch. Er entwischt mir jedes Mal. Gerade eben erst war er wieder hier. Ich habe wie immer gearbeitet, als ich plötzlich Schritte hinter mir hörte. Kaum drehe ich mich um, sehe ich, oh Wunder, wieder dieses Bengel, diesen Bengel. Aber heute ist er extra schnell weggerannt. Wenn ihr mich fragt, ist der Knabe nicht von hier. Die Kinder als Torigott hätten nie den Mumm, hierher zu kommen. Wo der Bursche immer hinrennt, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hatte nie die Zeit, ihn zu verfolgen. Aber ihr habt doch Klingen bei euch. Die können doch versuchen, seine Spuren zu verfolgen. Als er vorhin abgehauen ist, hatte es gerade geregnet, also solltet ihr seine Spuren noch sehen können. Okay. Okay, wir könnten eigentlich mal unsere Kristalle benutzen. Fällt mir gerade ein. Und mal gucken, was wir so kriegen. Ich muss dann auch mal gucken, dass ich ein paar Transferprotokolle kriege. Und muss dann mal schauen, welche Klingen ich mal an Nia abgeben kann. Ich bin mir halt nicht sicher, ob Nia die Klinge dann selbstständig wechselt und wieder zurück wechselt. Also nicht, dass die dann plötzlich nicht mehr heilt oder so. Das wäre doof. Aus den normalen Kernkristallen kommt halt auch nur Müll raus, ne? Das ist Wahnsinn. Selbst die seltenen, ne? Das ist übel.
Gut, so, was haben wir denn? Hä? Ach. So, was haben wir denn so? Naja, ich glaube, ich habe ja nichts, was mir irgendwas bringt. Gut, okay. Ach, Fährten lesen, okay. Schaut euch den Boden ganz genau an. Sucht nach Fußabdrücken und Schlamm oder nach Gras, an dem Dreck haftet. Okay. Na dann. Dann geht's jetzt wohl ans Spurenfolgen. Na gut. Ein Mücknest. Naja, ach komm. Why not? Ein paar Erfahrungspünktchen können ja nicht schaden, ne? Einfach mal zurückgeschleudert. So. Aha. Gucke mal einer an. Wir sind nur mal eine Runde um den Baum gelaufen, ne? Clever. Clever. Wartet mal, die läuft doch runter Richtung Werkstatt hier von Thoras Onkel hier oder was das war. Oder? What have we here? Yep, irgendwie schon. So, die hier, ne? Die haben mich einmal gekillt. Time to take you down. Weißt du, was wir jetzt machen?
your attitude. Let us make use of it now. Now I'm fired up. Spinning. Yeah. Cutter. It's okay. Close. Thanks for that. Let's keep this up and we'll win for sure. My thoughts exactly. Gotcha. No effect. You can't do that. Defense protocol activated. Rolling smash. Spinning. Cutter. Focusing on target. Wir killen die jetzt ganz einfach. Let us make use of it now. Double spinning it. Everyone's getting sight. Rolling smash. Aber trotzdem ganz schön lang, ne? Trotz dass die nur so Level 14, 15 waren. So, hier haben wir die Fußspuren, okay. Ja, das geht safe runter zur Werkstatt. Wenn ich mir oben die Meta-Anzeige so anschaue. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Ach so, ich könnte eigentlich auch mal meine Klingen wieder losschicken, fällt mir gerade ein. It's proof that justice has been served. You better report in then. I'm stronger. Die Fähigkeiten einer Klinge mit Windelement. Okay. I'll be your rock. So, was haben wir denn hier? Bedingung männlich. I'll do it. Ach so, einer muss männlich sein, okay. Don't worry, I'm great at support. You're sending me off? And for this? Off we go! We go! I hope you'll pray for my safe return. Haben wir halt nichts, ne? Doch der hat Waldkunde. Haben wir denn Superkräfte? Nee, ne? Off we go, we go! I hope you pray for my safe return. We
We are the shadow puppets, and I am. Na dann, auf geht's. You'll await my return, won't you? Just show me the way. So. Ich glaube, wir hören die Spuren auf. Haltet den Dieb abgeschlossen, okay. Gut, okay. Ich weiß nicht. Kann ich hier abspeichern? Yep. Kann ich. So, wie sieht's denn aus mit... ...3500 in etwa bei jedem. Okay. Gut, ist jetzt nicht allzu viel. Gut, ich würde aber an dieser Stelle erstmal beenden für heute. Und... ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder und machen weiter. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Follow da, falls ihr das noch nicht getan habt. Darüber freue ich mich natürlich. Und ansonsten schaut gerne bei meinen Partnerkanälen vorbei. Die findet ihr unten bei Twitch in den Panels. Ansonsten auf YouTube ein Like und vielleicht ein Abo. Darüber würde ich mich auch freuen. Und ja. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich sag tschüss an dieser Stelle. Ich gucke aber nochmal schnell, ob wir eventuell noch jemanden raiden können.